Herzlich willkommen wieder hier bei mir auf meinem Kanal. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Kurz vorher noch gerne liken und teilen. Auch ein Abo dalassen wäre nicht schlecht. Und dann viel Spaß beim Zuschauen. Ach ja, okay Leute. Bevor wir zum Part 2 des Videos kommen, der tatsächlich Ton hat, kurz weg. Diese Aufnahme, das hier ist Part 1 zu dem Minecraft Kaktus Clicker Season 2 Video. Ich habe jetzt aber gerade gemerkt, kurz bevor ich eigentlich in den Schnitt gehen wollte, dieses Video, Part 1, hat offiziell keinen Ton. Also wenn ich das hier einfach abspiele, Bild und so ist alles da. Es ist sogar ziemlich grisselig, also die Tiefenschärfe ist halt absolut furchtbar geworden, diese Aufnahme. Weiß ich nicht. Ja, wir können hier einmal nur ganz kurz durchseppen, was ich alles theoretisch rauscutten würde. Ich weiß nicht, was ich hier erklärt habe, aber ganz kurz kann man sehen. Hier sitzen wir noch ganz am Anfang von AP. Das ist eine Aufnahme von vor circa, was würde ich denken, ich glaube vor 2, 3 Wochen. Das sage ich auch in Part 2, denke ich. Gehen wir dann später noch drauf ein in Part 2. Also späteren Part des Videos. Und ja, hier ist halt einfach 1.107 AP. Und im späteren Video könnt ihr dann genau sehen, wie weit ich es mittlerweile geschafft habe. Und ja, ich will euch trotzdem das nicht verwehren, was dieses Video hier beinhaltet, weil ich zeige es euch trotzdem gleich nochmal so ein bisschen, was wir hier so Feines gemacht haben. Denn so ein bisschen was erreicht hatten wir ja auch. Ich habe tatsächlich irgendwas zu den Kaktus-Clicker-Essenzen erklärt gehabt, was ich aber jetzt selbst gar nicht mehr so genau weiß. Und hier können wir mal ganz kurz sehen, nochmal ganz kurz zurück, wenn man ganz kurz sieht, 2,724 AP hat sich jetzt nicht so viel verändert zu dem zukünftigen. Und gehen wir nochmal ein bisschen vor. Ja, genau, ich habe hier so eine Welle gemacht. Ich habe einfach Seelen gefarmt. Ich habe den Tower Defense angemacht gehabt. Und ich weiß gar nicht. Genau, Welle gescheitert. Da habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Da war tatsächlich mein. Da waren meine Wellen noch zu schlecht gewesen für. Das ist auch noch das alte Overlay tatsächlich, ohne der Sprechblase als Cam. Und ja, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ich habe in den letzten 2 Wochen, kann ich ja mal so erklären, immer mal wieder, neben dem Gameplay, ich habe in den letzten 2 Wochen immer mal wieder reingeschaut, AFK gefarmt, habe Tiere gefarmt im Aimcraft, habe so ein bisschen die Türme verbessert und die Tiers geupgradet und habe festgestellt, ich bin trotzdem ziemlich schlecht. Also ich komme nicht mehr voran. Hier sieht das jetzt noch ganz viel aus, dass ich, boah, ja, ich kann hier vieles Mögliche erweitern und. Aber ich komme gerade derzeit gar nicht mehr so gut voran in dem Spiel und würde daher quasi auf Season 3 warten, die im Sommer starten könnte, glaube ich. Habe ich jetzt gerade nicht so ganz im Kopf, beziehungsweise nicht so gerade auf dem Schirm. Ganz kurz auch noch. Wichtig ist, das hier ist kein Erklärvideo, das ist kein Ratgeber, das ist einfach nur mein Stand der Dinge, was ich so in den Streams und Aufnahmen so gemacht und gemeistert habe. Und gerne könnt ihr mir da natürlich ein bisschen unterstützen. Like und ein Abo, wäre möglich. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr. So, dann schauen wir mal, was ich hier noch gemacht habe. Das ja mit den Towern und so. Ach, warte mal, hier habe ich einmal ganz kurz die Platzierung gezeigt gehabt. Weiß ich gar nicht mehr, welche Platzierung ich hatte. Ja, 1889. Hat sich jetzt aber eingewenkt, dass ich zwischen, ihr seht es dann, eingegliedert werde. Ja, hier sieht man dann auch das mit den Meilensteinen. Da hatte ich die eine Meilensteine noch nicht fertig. Da gibt es tatsächlich 5 Meilensteine gegenüber anderen. Also je höher du kommst, desto mehr Meilensteine gibt es dann auch. Nicht nur 3 oder 4 mögliche Meilensteine. Ja, da hatte ich auch schon die Schweinchenfarm. Da hatte ich auch schon die 3003 Schweinchen gekillt gehabt. Ja, das einmal ganz kurz der Ding. Hier sieht man auch natürlich, da habe ich noch die Lamas gefarmt gehabt. Da brauche ich dann für die brennenden Teile, für das Runen-Item.
Genau, das brauchte ich für das Runen-Item, damit ich dann für meine Tower, für den Tower Defense Mond im Kaktusklicker, auch ja, mit brennenden Pfeilen die Türme, also von den Türmen aus befeuern kann. Was ziemlich hilfreich ist. Weiteres dazu nochmal später im Video. Genau. Gut, das soll es aber mit dieser Anmoderation, dieser extrem langen Nachsynchronisierung mit Facecam gewesen sein. Wir switchen jetzt zu Part 2 rüber, wo ich ein, zwei Sachen nochmal besser erkläre, verdeutliche, beziehungsweise nochmal besser drauf eingehe. Und dann würde ich etwas sagen. Switchen wir mal kurz rüber. Ja, Leute. So. Neues Setting. Ganz kurz. In Bezug auf die anderen Aufnahmen ist es ein bisschen Zeit vergangen, um genau zu sein, knapp 2 Wochen. Es hat sich tatsächlich durch das AFK-Farming, wie man hier oben rechts sieht, vielleicht nicht ganz so viel getan. Ich würde hier trotzdem einmal ganz kurz meinen Stand der Dinge zeigen. So, einfach nur noch 2 Wochen hat sich jetzt hier zum Beispiel, der Turm war ja schon vor 2 Wochen da. Da kam jetzt hier der nächste Turm mit den Runen dazu. Weil wir hier schon mal direkt nach da schauen, ist halt aber A teuer. Aber also wirklich teuer. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie mal ein bisschen Zeit investieren möchte, natürlich, ganz kritisch an der Stelle, kostet demzufolge auch ziemlich viel. Also das nächste Tier verbessern kann eine Weile dauern. Ja. Ja, wir können jetzt hier mal ganz schnell einmal den Schmiedemax lernen. Ja, und im Dingsbums hatte ich nichts drin. Ja. Ja, an sich. Ansonsten, ich glaube, hatte ich beim letzten Mal einen Shader drin? Ich weiß gar nicht. Müsste ich selbst nochmal in die Aufnahme schauen. Meine Frage ist, falls irgendjemand da draußen in den Kommentaren vielleicht da ein bisschen besser Bescheid weiß, haut mal rein in die Kommentare. Warum ist das so, dass man hier so passiv nicht so gut Kakteen farmen kann? Ich habe es geschafft, den einen oder anderen, die ein oder andere Rune freizuschalten, wo ich mich immer in den Streams gefragt habe, was ist das eigentlich und. Runen, die ich herstellen könnte, kostet aber halt meine 11.000 Coins, brennende Münzen, brennende Münzen, Digga, brennende Pfeile und ja. Die Kraftvollexplosion habe ich schon tatsächlich und die habe ich auch schon einmal geupgradet. Die kostet nämlich gar nicht so viel im Upgrade. Aber die Rune kann ich komischerweise, kann ich die nicht irgendwie großartig benutzen. Also oben in den Türmen. So. Hier zum Beispiel in irgendeinem Turm oder so. Kann ich die hier irgendwie nicht direkt nutzen. Ich weiß nicht, muss ich da irgendwas erst freischalten oder freikaufen oder so, dass das funktioniert. Die Essenzen, das weiß ich bis heute nicht, was das sein soll. Keine Ahnung. So, und dann sind wir auch schon wieder hier zurück. Ja, dann eine weitere kleine, aber feine Neuerung, was direkt hier bei den Kakteen sind. Man kennt das ja hier, okay, Kakteenfarmen, ne? Hast du halt immer nur per Hand, so. Ich habe aber mittlerweile schon die Mondsichelboden, was? Mondsichelbodengrabber. Und damit, bam, mache ich ziemlich viel mehr weg und es erhöht erheblich den Ertrag. Also die Kakteen sind immer gleich 3 hoch. Dann könnte ich hier jetzt so wirklich stundenlang stehen und farmen. Und wenn ich aber auch hier stehe und per Hand farme, dann sieht man ja oben, dann funktioniert es. Dann farme ich die Kakteen, dann geht das schön nach oben. Gut, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwie sagt, ach, geh mal das testen oder versuch mal das und das oder guck mal, wie weit du da was schaffst. So, und wenn du jetzt so Bock drauf hast, eventuell nicht nur in meinem Stream sich das hier reinzuziehen und sich das hier zu geben, sondern du hast vielleicht auch wirklich Interesse, selber den Kaktuskicker zu spielen. Also ja, playlegend.net. Ich mache halt jetzt einfach mal kurz Werbung dafür, ist ja egal. Es gibt auch eine Freundesfunktion, die habe ich noch nicht so ganz durchgesehen, aber ganz theoretisch kann man auch über Luna Client oder wie die alle heißen, einfach beijoinen, mit den Freunden zusammen zocken. Wohlgemerkt, man kann auf dem Server an sich zusammen sein und zocken, aber nicht zu zweit die Kakteenfarmen hier befeuern. Als Beispiel, also zu zweit hier stehen und farmen und so, das geht nicht an der Stelle.
zumindest derzeit nicht. Mal sehen, wie es ab Season 3 sein wird. Und dann, ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwie noch irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr irgendeinen Tipp habt, schreibt es in die Kommentare. Gerne aber auch das Video liken und teilen, um halt nichts mehr zu verpassen. Auch ein Abo dalassen. Dann würde ich sagen, ja, man sieht sich definitiv in den Streams und dann wieder schauen und reingehauen.